Und damit kommen wir zum ersten Vortrag heute. Und der heißt Elektro-Grusel-Kabinett Indien-Edition und wird euch präsentiert von Roberto. Viel Spaß mit Roberto. Ja, hallo und willkommen zu einer entspannten Sitzung. Wahrscheinlich sitzt die Nacht noch tief und so kann der Tag dann starten mit ein paar Schockbildern. Ich bin auch bekannt als Bertel, zumindest findet ihr mich so auf der World. Und ich habe mit 7 Jahren, und ich gehöre zum Chaos-Treff Chemnitz. Mit 7 Jahren habe ich meine erste Lampe an 220 Volt angeschlossen, wie es damals noch war. Und habe auch prompt irgendwann noch eine gewischt bekommen. Aber seitdem interessiere ich mich für Elektrik und habe irgendwann angefangen, aus Schock und aus Spaß daran, schlimme Elektrobilder, vor allem im Ausland, zu sammeln. Und nachdem ich viel reise, habe ich jetzt da auch wieder viel dabei. Ich bin ein Wiederholungstäter. Ich habe das schon vor 2 Kongressen und vor 3 Kongressen gehalten, allerdings mit anderen Bildern. Jetzt gibt es die Indien-Edition. Und dann fangen wir mal an. Ihr seht meinen Bildschirm hier. Das hier ist halt so ein typischer Elektroraum, wie man ihn findet. Ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber naja, wie man sieht, kommt man hier ganz einfach an 230 Volt dran und oder 240 sogar, und das ist vielleicht nicht so gut. Schön ist auch die Steckdose, die da unten hängt. Ich entdecke auch immer wieder neue Sachen. Ganz toll, diese indischen Steckdosen, die sind ja irgendwie mit die großen Löcher für 10, 16 Ampere und unten drunter sind nochmal kleine Löcher, aber da kann man auch 2 Stecker reinstecken. Warum denn auch nicht mit Kabeln? Da haben wir irgendwie so eine Tempelanlage, da hat auch schon länger niemand mehr was gesehen. Sintflutartige Regenfälle gibt es dort auch. Ja, es war einmal. Oh, zweimal drin. Ja, irgendwie mehr oder weniger illegal abgezapft, hoffentlich ordentlich verdrillt, mit Klebeband abgeklebt. Also man gibt sich Mühe. Und schön, wie die Stromleitungen auch da voneinander getrennt werden und gleichzeitig wieder irgendwelche lustigen Verbindungen da bestehen, damit die Leitungen nicht runterfallen. Die haben da tatsächlich so Leitungen gespannt, wo dann die Stromleitungen reinfallen können. So, da haben wir mal wieder Kabelchaos irgendwo in der Stadt. Einfach genießen. Am schlimmsten war es übrigens im Libanon. Das ist bisher unübertroffen. Hier sieht man noch ein bisschen alte englische Technik scheinbar. Da hat auch schon länger keiner mehr reingeguckt. Vermutlich ist es auch stromlos, aber einfach schön, wie da die Drähte einfach offen rumliegen. Ja, das ist auch sehr schön. Ein Jahrmarkt bei Neu-Delhi. Vermutlich eine permanente Installation in der Nähe von diesem berühmten Fort. Ja, da haben sie einfach den Ballast auf die Neonröhre draufgeklebt. Die trägt es dann und, naja, wortlos. Irgendwie sind das halbwegs isolierte Leiter, wo dann die Glühbirnen mit dran gezwirbelt wurden. Und noch besser wird es natürlich hier, Kinderkarussell. Man kann eigentlich fast davon ausgehen, dass das Gestell unter Strom steht. Es ist schlimm und es sind nicht etwa 12 Volt oder 24 Volt Lampen, nein, es ist alles 240 Volt. Ich habe es ausgemessen. Also ich wollte tatsächlich mit dem Multimeter einfach da rangehen und wollte mal nachmessen, aber dummerweise habe ich das dann nicht im Reisegepäck dabei gehabt. Also da kommt dann der Strom her und wer das direkt prüfen will, der kann da auch mal reinlangen. Da oben, es ist nur ein Seil.
Ja, die leben auch gefährlich. Er steht schon mal drauf. Es sind natürlich auch keine trittfesten Leiter. Sowas gibt es halt auch nur in Deutschland. Und hier IP67 mit Original mit Plastikfolie. Da der Schalter mit Plastikfolie umwickelt und knapp darüber, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier sind die Drähte ja mit Schrauben verkabelt. Also da seht ihr das? Und da ist sogar der Schalterdraht ganz links hier, der. Da kannst du es dann einschalten und ausschalten, vermutlich. Ich weiß es nicht. Ja, hier ist es auch nicht besser. Da steht wahrscheinlich auch das ganze Gestell unter Strom. Da spart man sich zumindest mal einen Leiter. Ja, hier geht es dann so weiter. Die weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber irgendwie überleben sie es. Da, das ist auch mal wieder schön. Also der Regen fällt auch da drauf, aber solange der Regen keinen Smog mitgenommen hat, leidet er ja nicht. Ach so, ihr wollt mir sagen, da gibt es Smog. Ja, moderne LEDs, alte Neonröhren dazu. Es kann halt gut sein, dass der Mast unter Strom steht, aber der ist ja geerdet. Ja, hier ist auch sehr schön, ihr seht diese Verbindung, wo also die Lampen des inneren Karussells mit so einer lustigen Schleifverbindung verbunden sind. Also da braucht im Prinzip das Kind nur blöd nach links rausfallen, sich irgendwo an der nächsten Gelegenheit festhalten und dann läuft der Strom andere Wege. Ja, hier auch schön auf der Straße. Also der Müll ist das eine, aber hier der lustige Einschaltdraht für diesen alten Mieterkasten. Dann auch sehr schön irgendwas aus viktorianischer Zeit. Da geht ein Kabel in das nächste Haus. Das ist der Hauptkabelstrang auf der Straße. Und man sieht, diese Straßenlampe, die neue, die ist dann irgendwie so ein bisschen angezwirbelt worden. Und irgendwie hängen lauter lustige Fetzen rum. Man kann sich gut vorstellen, warum in dem Land der Stromverlust sehr hoch ist. So ein typischer Anschluss für einen Laden. Man weiß immer nicht, wo überall Strom drauf ist. Also da ist ziemlich sicher Strom drauf. Zumindest sagt das Display das. Und ja, wer halt daneben langt, der hat halt gehabt, das Leben. Ja, was dieses Zweitkabel da oben will, weiß ich auch nicht. Aber scheinbar wird es nicht gebraucht. Ja, so eine typische Straße. Fast schon etwas unspektakulär. Die Lampe hat oben keinen Platz mehr gehabt, deswegen ist sie da unten angeschraubt worden. So, was haben wir da schön? Also die Verzwirbelungskünste. So kann man es halt machen. Gelernt haben wir es aber anders. Und Isolation, also sicher ist es halt nicht. Und da kommt der Strom irgendwie aus der Erde raus. Im Zweifelsfall ist halt auch kein Strom drauf, aber darauf würde ich mich halt nicht verlassen. Ja, was haben wir hier? Einen alten Meterkasten und da oben die Hauptsicherung. Schmelzsicherungen, die scheinen noch da zu sein. Vielleicht wird es auch nicht mehr benutzt, aber dann kann man es vielleicht auch abschrauben. Sieht auf jeden Fall erschreckend aus. Ja, das ist auch schön. Da haben sie dann die Leitungen, dass die sich nicht berühren, so ein bisschen untereinander wiederum mit isoliertem Draht abgespannt. Mir persönlich wäre das jetzt ein bisschen zu gefährlich, dass da irgendwo hier der Strom reinkommt und dann da wieder rauskommt und dann gibt es einen Kurzschluss. Aber das wird schon mal jemand vorher ausprobiert haben. Ja, das ist auch wieder schön. Da hat die Sonne und das Wetter das ihre getan. Also so wie es aussieht, ist da kein Strom mehr drauf, weil sonst hätte es da schon längst irgendwie gepritzelt und die Drähte wären weggeschmolzen.
Aber solche Kabel habe ich halt öfters gesehen, die wirklich nur noch aus ihren Kernen bestehen. Ja, so ein typischer Hauseingang. Auch hier wieder schön zusammengezwirbelt, was das Zeug hält. Und irgendwie funktioniert's. Ja, das hat jetzt weniger was mit Elektrik zu tun, aber sehr schön ist, dass die Tauben da in dieser Signalanlage drinnen leben. Ja, wieder mal offen. Und das ist anscheinend der professionell gemachte Hausanschluss. Hier ist übrigens auch die Isolierung im Arsch. Aber dafür ist die Plombe noch intakt. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu dicht aufgenommen, aber es ist halt eine typische Straßeninstallation. Das ist halt so ein Kasten. Da sind sogar Sicherungsautomaten drin. Indes, der scheint nicht mehr zu funktionieren. Der ist einfach mal überbrückt worden. Und die wesentliche Info ist, du kommst halt hier auf Hüfthöhe ran. Kannst halt einfach mal auf eine der drei Phasen oder zwei davon langen, je nachdem, wie hoch die Spannung sein soll. Immerhin, ja. Kannst du wenigstens richtig unterscheiden, ob du die 420 haben willst. Ja, hier unspektakulär, nicht isoliert, Strom ist drauf, also nicht hinlangen. Ja, zeitlich passt es gut, da kann ich auch ein bisschen langsamer gehen. Ja, was haben wir hier? Irgendwie kommt es aus dem Elektrokasten raus und dann darf erstmal keiner hinkommen. Und da oben ist dann aber auch irgendwie keine Lampe mehr. Oder es geht ins nächste Haus rein. Man weiß es nicht. Ja, das ist auch so eine ganz typische Installation. Also oftmals sind halt so Gitter davor und massenhaft Kabel, damit man das vielleicht nochmal ein bisschen umlegen kann oder ein bisschen schöner verlegen. Und dann hast du halt hier so die Elektrik drin. In dem Fall würde ich mal sagen, richtig harmlos. Da kommst du ja nicht hin, außer du langst über den Gitterzaun drüber. Allein den Gitterzaun würde ich schon mal nicht unbedingt berühren wollen. Das ist was richtig Schönes. Das habe ich aus der Taxifahrt in Hyderabad raus fotografiert. Hier oben, aufgrund der Isolatorhöhe, kann man davon ausgehen, dass es irgendwas zwischen 10 und 22 kV sind, die da runtergehen. Und das hier ist halt Sitzhöhe. Kann sich also quasi daneben hinsetzen. Wobei es scheint hier von der Perspektive ein bisschen weiter hinten zu sein, aber solche Transformatoren mit Berührungsfähigkeit, die gibt es dort. Wie zum Beispiel diesen hier. Also ich bin ja 1,86 Meter groß und wenn ich mich dann noch so ein bisschen strecke bis da oben hin, dann bin ich halt, ja gut, da bin ich jetzt nur an der 220, 400 Volt Strecke dran, aber die sind nicht besonders weit oben. Das macht mir halt so ein bisschen Sorge. Ja, hier haben wir mal Telefonkabel. Also wenn ihr euch fragt, warum die Telekom so langsam verlegt, die macht es halt ein bisschen ordentlicher. Wobei man sich da auch nicht immer so sicher sein kann. Ja, ist halt auch wieder so ein typischer Elektrokasten mit durch Wind, Sonne und Wetter leicht korrodierten Kabeln. Ja, bei dem schwarzen Kabel da unten, da wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob das der Nullleiter ist. Tür bitte nur anlehnen. So, da hat sich jemand Mühe gegeben und sich ein richtiges Switchboard gebaut. Da finde ich sogar noch nicht mal einen Fehler. Obwohl, naja, eigentlich waren es die Schrauben, oder? Da sollten jetzt eigentlich nicht die Drähte rein. Aber es ist zumindest auf eine Hutschiene draufgeklebt. Oh, und da oben. Ist aber hoffentlich der Nullleiter, da kann eigentlich nichts passieren. Gut, machen wir mal weiter. Das war jetzt dann auf einer Hochzeit, auf der ich war. Das haben die Musiker da zusammengebaut. Ja, wollt ihr die Hochzeit oder wollt ihr sterben? Gut, so richtig gefährlich ist es vermutlich nicht, aber
Ja, Leute, leistet euch halt den Luxus und kauft halt mal einen Stecker. Jetzt habt ihr euch schon so viel Mühe gegeben, da so ein professionelles Verlängerungskabel zu bauen mit Steckdosen drin. Dann kann man doch auch noch die Stecker kaufen. Abgesehen davon, dass ein paar schon weggeschmolzen sind. Und ja, die Drähte sind halt auch nicht unbedingt berührt. Sicher, hier ist noch eine professionelle Steckerverlängerung. Wahrscheinlich hat der Stecker nicht gepasst. Da mussten dann nochmal zwei Drähte dazwischen. Ja, das ist ja mein Titelbild. Auch recht häufig anzutreffen. Da habe ich gar nicht so viele Fotos gemacht. Man sieht hier, da sind tatsächlich Schmelzsicherungen drin, aber die sind wahrscheinlich ein bisschen zu träge, um das Problem zu lösen. Da ist vielleicht auch schon mal was runtergekleckst. Ich weiß es nicht, was dieser Alufolie-Klecks da bedeutet. Und eine Bedienungsanleitung ist scheinbar auch drin. Ja, das ist die Seitansicht von so einem Elektrokasten. Und was mich hier ein bisschen wirr gemacht hat, ist, dass man hier halt doch auch ein bisschen an die abisolierte Ader hinkommt. Sollte meines Erachtens nicht so sein. Auch wieder eine sehr typische Ansicht mit den Schmelzsicherungen oder diesen Weidezaundrahtdrähten da drin, was mich halt hier wieder ein bisschen beunruhigt. Dieser Leiter hier, das ist bestimmt nicht der Neutralleiter, der ist halt auch schon wieder so korrodiert und hier unten liegt er halt frei. Und das ist halt wirklich, wenn der nächste Hund hinpieselt, dann ist er tot. Ist vielleicht nicht so tierlieb. Ja, das ist doch mal wieder schön, oder? Wer mir sagen kann, wer wo dran hängt, kriegt von mir ein Stück Schokolade. Zumindest haben sie schon eine LED-Lampe drauf. Und ich muss sagen, die Hausanschlüsse, die sind richtig geordnet mit diesen Wäscheklammern da. Das war, wo waren das? Keine Ahnung. Ja, ist eher unspektakulär. Ja, auch mal wieder was Schönes, wo man halt erkennt, warum sollte man Bäume schneiden? Weil die sich halt hier mit diesen Stromleitungen verbrennen können oder halt zu parasitären Strömen führen. Man sieht es jetzt hier nicht, aber irgendwie dachte ich, dass ich schon gesehen habe, dass da ein Baum dampft. Ja, dann war es nicht der. Ja, die Leitung, die hat auch schon geradere Strecken hin vollführt. Ja, hier sind auch mal wieder Schmelzsicherungen. Also hier so wie links, so sollte es aussehen. Und rechts, das ist halt geflickt. Und das ist tatsächlich auch wieder auf einer Höhe, wo man sagt, ja, mit so einem leichten Stein unten drunter, dann kommst du halt dahin. Das ist für mich halt ein bisschen zu nah. Oder zum Beispiel das hier. Es ist schön, dass sie einen Zaun außenrum gemacht haben, aber da lang ich halt einfach mal mit einer Hand rüber. Ich weiß, soll ich nicht. Steht auch da, Gefahr. Aber ich finde es halt herrlich. So, jetzt sind wir ja fast durch. Hier ist noch ein Kieshaufen davor, dass du nicht hinkommst, aber ihr seht, es ist eine Straße und da stehen hier diese zwei Poller und auch nicht erst seit gestern. Und dann sind hier einfach mal alle Sachen frei zugänglich. Ja, zweimal drin. Das ist nochmal die andere Seite. Ne, ist wieder neuer. Also regelmäßige Beobachtung. Vielleicht sollten wir hier mal anrufen. Aber man sieht, sie haben Glasfaser. Allerdings habe ich das Gefühl, die wird auch nicht so richtig funktionieren. Oder gibt es da irgendwie Meinungen dazu?
sind ja schon noch zusammen, die Fasern. Aber ich habe gehört, die sind empfindlich. Ja, die Sicherung ist rausgefallen. Gut, hier haben wir dann nochmal das Gleiche. Also inzwischen wird es langweilig. Der Zaun ist zwar irgendwie da, aber der ist so durchlässig. Und hier haben wir mal wieder eine schöne Installation mit einer Schmelzsicherung drin und der Rest ist, was das da rechts ist, kann ich leider nicht erkennen. Ist irgendwie kreuz und quer verkabelt. Links ist ja auch nochmal eine Schmelzsicherung. Aber es ist scheinbar schon vom Strom getrennt, weil der Anzeiger hier keine Ziffern mehr anzeigt. Ja, das war's erstmal von dieser Edition. Gibt es denn irgendwelche Fragen zu dem Ganzen? Hallo, also als erstes habe ich hier gleich mal noch kurz meine original indischen Sicherheits-Flipflops. Ich weiß gar nicht, was da passieren soll. Und dann gab es ein paar Fragen. Und zwar gibt es die Frage, wie es denn da, also ob du denn Informationen hast, wie es da mit Unfällen aussieht. Oder funktioniert das halt und nur wir Deutschen stellen uns an? Nee, habe leider keine Statistiken dazu. Ich tendiere dazu zu sagen, nur wir stellen uns an. Ich habe einfach so das Gefühl, man lernt da als Kind lang da nicht hin und dann kommt vielleicht auch noch ein bisschen Darwin'scher Evolutionismus. Wer es macht, ist halt weg vom Fenster und wer es nicht macht, hat es halt frühzeitig gelernt. Immerhin gibt es ja da schon seit mehreren, vielleicht mindestens 2 Generationen Strom. Also da kann dann schon so ein Lerneffekt eintreten. Aber ich schätze mal schon, dass es öfters mal Stromunfälle gibt. Muss jetzt vielleicht auch sagen, 240 Volt sind halt auch häufig überlebbar. Ja. Ja, sehr schöne Bilder, kamen mir tatsächlich auch einige bekannt vor. Was ich auch mal sehr schönes gesehen habe, ist so ein neu gebautes Einkaufszentrum. Und dann sieht man da so, wie dann jemand so eine Ecke von so einer Fliese rausgeschlagen hat. Und dann kommt da so ein einfach so ein Verlängerungsverteiler Dose raus, die da offensichtlich irgendwo angeschlossen wurde und dann ist wieder irgendwie, weiß nicht, wieder so ein bisschen Mörtel drüber gefüllt. Ja, alles sehr schön. Und dann noch ein Tipp für diejenigen, die ihren Stromadapter vergessen haben. Wie ihr an den Steckdosen gesehen habt, gibt es da ja immer zwei. Also ich glaube, das sind die Stecker H und J oder so ähnlich. Ich bin mir aber Ja, nicht. glaub. Die Zahlen bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und einer von beiden hat zumindest für die stromführenden Kontakte die richtige Breite für die Eurostecker. Aber man muss da den Sicherheitskontakt vorher mit einem Stift drücken, damit er das freigibt. Ja, also. Ja, das sind jetzt die British Standard, die du gerade ansprichst. Also ich hatte hier tatsächlich keine großen Probleme mit Euro-Steckern, Okay. weil das alte British Standard System, das ist das, was die Inder noch benutzen, das Ja. passt. Und das hat auch ungefähr die gleiche Breite wie das neue British Standard mit den eckigen. Aber wie du schön gesagt hast, ja, da muss man dann erstmal mit dem Schraubenzieher professionell den Schutzleiter, mit dem Schutzleiterloch das Schild wegschieben. Und dann Genau. kann man da den Eurostecker mit einem ganz schlechten Kontakt natürlich reinschieben. Aber Ja. das hindert die ganzen Leute in den arabischen Ländern und sonst wo, hallo Carola, wo sie diese absolut sicheren British Standard einsetzen, nicht daran, da auch hochlastige, also hochwattagige Schuko-Stecker reinzustecken, um irgendwelche Waffeleisen oder sowas zu betreiben. Ja, Ja, schlechter Kontakt.
Das war ja jetzt nur ein Hinweis für die verzweifelten Reisenden und nicht zum Nachmachen empfohlen. Wie alles hier nicht zum Nachmachen empfohlen wird. Natürlich. Wie lange sagt denn die Regie, dass wir noch Zeit haben? Weil ich hätte nämlich noch die Orient Edition. Ach so, ansonsten, es gäbe hier noch eine Frage, die ich dir erstmal stellen könnte und dann können wir noch ein paar Bilder angucken, würde ich sagen. Wir müssten ja eigentlich noch ein bisschen Zeit haben. Die Frage war, gibt es da keine Kupferdiebe? Was da sinnlos an Draht rumhängt, ist ja ein Vermögen wert. Und dann gab es allerdings auch den Hinweis, dass es für den Benutzer nicht nach Kupfer aussieht. Ja, also wirklich Kupfer habe ich jetzt hier eher weniger gesehen. Tatsächlich habe ich mich darum nicht großartig gekümmert und weiß natürlich auch keine Statistiken dazu. Aber ja, man kann sich da schon fragen. Also in Südafrika, habe ich ja mal gehört, wurden die Telefonleitungen runtergenommen. Da konnten sie zwar auch nicht mehr telefonieren, aber sie hatten Kupfer, das sie dann schön irgendwo in Accra auf dem Feld verbrennen konnten, damit die PVC runtergeht. Okay. Also dann zeig uns noch ein paar Bilder aus dem Orient. Mal gucken, ja, wie die so ihre Stromleitung verlegen. Gucken, wie ich die jetzt herbekomme. Muss ich mal in meiner tiefen Netzwerkkiste kramen. Jetzt erwischte mich etwas unvorbereitet. Du hast es ich gerade dachte eigentlich, dass ich die Zeit besser nutze. Du hast es gerade vorgeschlagen. Ja. Ja. Der Chat spekuliert auch weiterhin nur noch über die Verbreitung von Kupfer und Alu. Von daher kann ich da auch noch keine weiteren Fragen ableiten. Also, ansonsten hat der Chat noch für dich den Hinweis, dass du dann irgendwann dein Root-Passwort ändern sollst. So, was sehen wir hier? Wir sehen arabische Schrift, allerdings handelt es sich dabei vermutlich um persische Schrift, weil da auch der Iran dabei ist. Also die Gaszähler sprechen schon mal dafür, die sind nämlich da halbwegs ordentlich gemacht. Wobei ich fürs nächste Mal vielleicht sogar noch das Gasgruselkabinett habe. Ihr wisst vielleicht, in Sowjetrepubliken wird Gas oberirdisch verlegt, wieso auch immer. Und da sind sehr schöne Sachen dabei und es tritt natürlich massiv Gas aus. Ja, das habe ich so gesehen, das war einfach mal mitten auf der Mauer ein Sicherungsautomat, der tatsächlich eine Lampe schaltet. Da haben sich Leute, ich glaube, das war in Usbekistan, die haben sich ihre eigenen Straßenlampen gemacht, weil der Staat sie an dieser Stelle ein bisschen verlassen hat, halt dann mit Glühbirnen und irgendwo angezwirbelt. Aber immerhin jeweils einen Sicherungsautomaten, um sie ein- und auszuschalten. Das ist in Kaschan im Iran. Und ich fand es einfach, also eine wunderbare Altstadt, alles gesucht, alles unter Dächern, mit so schönen Fliesen und Bögen. Und mittendrin halt diese Lampe, die ich halt sehr schön fand. Da sage ich einfach mal, bitte genießen. Irgendwo sind dann noch die Drosseln vermutlich. Ja, die war gleich daneben. Eher weniger spektakulär. Überhaupt muss ich eher sagen, dass der Iran eine relativ ordentliche Verlegung von Kabeln hatte. Wobei der Privatmann halt dann doch irgendwie wieder gemacht hat, was er wollte. Das war dann auch in der gleichen Stadt zu einem Festival und ja, die Detailauflösung ist nicht so ganz toll, aber man sieht halt hier diese tolle Verkabelung. Ich denke mal, in der Nacht sieht es gut aus. Und oben links auch wieder bemerkenswert, das sind irgendwie gespannte Leitungen, irgendwie Glühbirnen an einem
am aufgehängt oder zwischen Kabel eingehängt und dann ist ein Sicherungsautomat da. Also man macht sich echt über die Sicherheit schon Gedanken. Das ist er nochmal. Das fand ich bemerkenswert. Ja, da habe ich ein paar mehr Detailfotos gemacht. Das sind jetzt eher so Fotos, traurige Elektrizität. Eigentlich alles in Ordnung, oder? Findet da jemand irgendwas schlecht daran? Ja, es ist eigentlich wie bei uns auch. Also im Chaos-Treff gibt es auch so einen Sicherungskasten mit so Schraubsicherungen. Und wenn man da halt zu fest drauf langt, also so zu weit rein, ist auch unangenehm. Das ist in einem Dampfbad, das nicht mehr in Betrieb ist, sondern als Museum gestaltet. Ja, es kommt überall vor, dass man da Kabel in die Steckdose reinsteckt. Da ist nochmal so eine Konstruktion. Also die haben es mir scheinbar angetan. Auch eher unspektakulär. Ihr seht, ich bin inzwischen abgehärtet von den Bildern. Aber wenn man es frisch anschaut, ist es bestimmt schlimmer. Das sehen wir hier, das ist eine Klimaanlage oder das Ende einer Klimaanlage. Läuft alles noch, aber es hat zwischendurch wohl schon mal etwas gefunkt. Die ist dann schon so mal leicht weggeschmolzen. Das ist auch ein Sicherungskasten, schön mit diesem Ausschnitt hier, damit auch die Zuleitungen alle reinpassen. Und hier in einem Markt, alles hier unter diesen Arkadenbögen, da geht halt hier die Stromleitung entlang von Ort zu Ort und irgendwie ist irgendwas irgendwohin abgezweigt. Ist eigentlich auch ziemlich ordentlich gemacht, kann man nichts sagen, oder? Hätte ich euch vorher zeigen sollen. Aber da könnt ihr schön die arabischen Ziffern sehen, die im Persischen ganz ähnlich sind. Wie gesagt, ähnlich, nicht gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das geht vielleicht noch ein bisschen ordentlicher. Hier sieht man wieder die offenen Leitungen, die durch diesen Markt durchführen und irgendwelche Dinge, die daran aufgehängt sind und angeschlossen. Also witzigerweise dieses Verlängerungskabel da, das kommt ja von woanders, das kommt ja von innen, aber ist nochmal schön über die Stromleitungen drüber gehängt. Meiner letzten Edition habe ich ja Thailand, wo jemand sogar die Kleiderbügel daran aufhängt. Es ist nicht etwa als Diebstahlsicherung gedacht, denn leider waren die Leitungen isoliert. Dann haben wir hier nochmal, da weiß ich jetzt nicht, vielleicht fliegt der öfters raus oder es ist der Hinweis, wenn was ist, dann ist es wohl dieser FI oder was auch immer das ist, der C16, das ist dann eher so ein Leistungsschutzschalter. Mitten im Hotel, nee, mitten in einem Laden hinter den Dosen. Das heißt, also du langst schön rein in dieses Regal und dann könnte es sein, dass deine Finger da hängen bleiben. Ganz professionell ist es halt auch nicht gemacht. Ja, das habe ich auch einfach mal der Schönheit. Da hat man einen Korb drüber gezimmert über die Lampe und hintenrum kommt dann die Taube rein und brütet da. Die sieht man sogar da drin. Etwas schwach kontrastiert, aber da sitzt sie. Ja, Bäckerei,
diesen Tresen sollte man besser nicht anfassen, der ist Vollmetall und irgendwie haben sie da diese zwei Leiter durchgekriegt durch ein gebohrtes Loch. Ja, wir wissen alle, da sollten ordentliche Kabelführungen, dass da eben nichts freirubbeln kann und das hat es dann auch nicht besser gemacht, nachdem ich das noch gesehen habe. Nur ist alt, aber funktioniert. Und hier hat es mich ein bisschen fasziniert, dass die halt ihre Elektrik rund um den Gasanschluss gemacht haben. Tatsächlich geht jetzt wohl nicht so viel Gefahr davon aus, aber ja, ihr wisst ja, deutsches Sicherheitsdenken. Dieser Föhn wurde uns im Hotelzimmer in Jast angeboten. Ich habe ihn da mal in die Steckdose gesteckt und habe mal geguckt, ob er auch noch föhnt. Ja, er funktioniert noch. Ja, er roch auch noch ein bisschen. Und nein, ich habe ihn da nicht weiter benutzt. Und anscheinend ist er ziemlich gut warm, weil innen auch schon etwas angeraucht. Äußerst schön, ja. Das ist das obere Stockwerk von dem Hotel. Also man hat wirklich von Strom nur eine Spielzeugvermutung. Das hier sind 220 Volt LED-Lichterketten und die sind auch wunderbar angeschlossen, wie ihr seht, hier mit der tollen Stecker- und Klebeband-Variante. Und hier ordentlich eingesteckt in eine Steckdose. Allerdings, wenn man dann sieht, wie diese Steckdosen miteinander verbunden sind, eben mit dieser Zwirbelei und dann hast du diese auf Stein stehenden Dinger oder wie sagt man da, ja, so Sofagestelle, wo du dich dann draufsetzen kannst. Und die sind halt ja, in der Luft schwebendes Metall und dann hast du hier diese sehr windige Verdrahtung. Da habe ich mich dann schon gefragt, ob ich mich überhaupt da draufsetzen sollte oder ob ich das jetzt einfach ignorieren soll oder was. Hier hinter der Steckdose. Also, es ist jetzt nichts offen, aber vielleicht kriegt ihr das gleich unangenehme Gefühl wie ich. Das ist halt unten drunter. Und das ist am Boden, da kannst du schön draufsteigen. Und das ist zwischen zwei solchen Gestellen. Ich habe mir dann mal erlaubt, Ihnen zu erklären. Achso, und das ist so, wäre es dann angeschlossen. Man hat jetzt erst gedacht, es könnte ja vielleicht doch ein Stecker sein. Aber nein, der war wohl zu kurz. Ich habe es Ihnen dann mal gesagt, dass ich das jetzt eher bedenklich finde und dass wir bei uns anderen Modus haben, um das zu machen. Da haben sie mich nur angeguckt und haben gedacht, der redet Chinesisch. Dabei habe ich Deutsch geredet, oder versucht, mich ihrer Sprache anzunähern. Das ist der Sicherungskasten. Ich muss jetzt dazu sagen, in Jast regnet es jetzt nicht so häufig, also durchaus mal jahrelang nicht. Aber wenn es da mal regnet, dann regnet es da oben rein. Ist ja mitten in der Wüste. Dann haben wir hier in einer Bestandsinstallation noch was etwas Älteres, also noch richtig mit Bakelit. Ihr seht, deutsche Modelle, also da haben die Deutschen noch an die Iraner geliefert. Deswegen haben die ja auch diese europäische Steckdose, also den Vorgänger der Schuko-Steckdose. In besseren Installationen haben die Iraner tatsächlich die Schuko-Steckdose. Und hier, naja, da kommt ja keiner hin. Ja. So richtig halten tut es nicht mehr, aber funktionieren tut es allemal noch. Da sind wir jetzt in Turkmenistan, mitten in der Wüste. Und ich fand jetzt mal den hier ganz nett, aber das ist jetzt im Vergleich zu dem, was wir woanders schon gesehen haben, ziemlich harmlos. In Indien zum Beispiel.
Ja, da spielen die Kinder und hier direkt daneben wieder Kabel, die aus der Wand rauskommen. Das ist die ach so moderne Stadt Aschgabat. Habt ihr vielleicht schon mal gehört oder gesehen? Die weiße Stadt mit diesen 100.000 Straßenlampen, wo Monsieur Turkmenistan meint, wie toll er ist und dass er die schönste Stadt der Welt baut, mit die weißeste Stadt der Welt. Und dann gehst du in der Ecke weiter und siehst, wie die Leute eigentlich im Elend wohnen. Ist ja auch ein nicht freiheitliches Land. Und das ist Teil der schönen Stadt. Das ist also so ein Turm, der läuft irgendwie so zusammen, wie so ein Eiffelturm, aber aus Beton und mit diesen Platten. Von der Ferne sieht alles gut aus, aber wenn man da mal ins Detail guckt, dann wird es eher schlimm. Gut, das sind jetzt hier eher Niedervoltkabel, möchte man meinen. Vielleicht sind es aber doch Hochvoltkabel, die einfach. Also hochgevoltete Niedervoltkabel. Ups. Ja, das war dann in einem sehr, sehr windigen Hotel. Also Turkmenistan kann ich euch nicht empfehlen für Hotels. Da zahlst du $100 prä-sowjetischen Standard mit, so wie der Teppich da in der Ecke aussieht, das ist ja noch die beste Ecke. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Rest ausgesehen hat. Und da kommen halt dann die Euro-Stecker einfach so aus der Wand raus. Mitsamt der Steckdose natürlich. Und das ist auch so eine von Leuten selbst aufgehängte Straßenlampe. Die ist wohl irgendwann mal runtergefallen. Und weil die Lampe diese E40er-Fassung oder was das ist, nicht reinpasst, hat man die E27er mit Tesafilm daneben geklebt. Ja, das ist wieder, das ist jetzt Usbekistan. Die haben auch diese sowjetische Installationstechnik. Und ihr seht, ich muss mich nur noch so ein bisschen mehr strecken. Da bin ich halt bei dem Ding tatsächlich an der 22 kV dran. Aber auch wenn es 10 kV sind, sie sind tödlich. Ich habe mich dann noch nicht mit Mühe nicht ganz so sehr gestreckt, weil es hätte schief gehen können. Das ist in einer Moschee, wo man sich mal kurz erfrischen kann. Ein Boiler daneben. Und dieser Boiler, der hat, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr Strom gezogen. Wie man hier sieht, Schutzleiter braucht kein Mensch. Das wird überbewertet. Aber diese Zusammenzwirbelung da, die ist halt auch schön. Ja, so ein typischer Fall von zu viel Watt drinnen und dann hat es am Ende doch nur noch für die Glühbirne gereicht. Und irgendjemand nimmt hier Strom ab. Wow, könnte sogar offiziell sein. Da wohnt wieder eine Taube drin. Und das hat mich in Usbekistan auch sehr fasziniert. Da gab es eine Eismaschinen. Dieses Modell 100.000-fach, da oben ist irgendwo die Eiskammer und hier wird schön angetrieben. Und wer der Eismaschine zu nahe kommt, der wird halt geschlagen. Also effektiver Diebstahlschutz. Ich habe von diesem Softeis dann einfach mal nichts genommen, weil ich fand das jetzt nicht nur elektrisch, sondern auch hygienisch bedenklich. Das ist wieder so eine selbstgebaute Straßenbeleuchtung. Da haben sie immer diese Sicherungsautomaten und auch sehr schön oder schön bedenklich finde ich, dass diese Strommasten einfach mal verlängert wurden, weil sie zu kurz sind. Könnt mir gerne versuchen zu erklären, warum das so ist. Ich habe es nicht ganz verstanden. Es ist aber irgendeine Sowjettechnik, weil das habe ich in mehreren Republiken schon gesehen. An diese Automaten würde ich mich auch nicht so unbedingt dran trauen. Da haben wir mal wieder eine professionelle Kabelverlängerung von irgendeiner Baustelle. Also hier seht ihr den Stecker und da seht ihr die Steckdose. Professionell IP67, original mit Plastiktüte umwickelt. Da haben wir einen Sicherungskasten. Ist aber jetzt relativ unspektakulär, abgesehen von diesem Nullleiter, aber da kann ja nichts passieren. So, was sehen wir hier? Kabel, professionell.
auch wieder professionelle Kabel. Das ist auch wieder sehr schön. Da war ich in einem Hotel, neu gebaut. Ihr seht die immense Qualität. Das ist das Dach. Man konnte also das Dach drauf. Und überall gab es Lampen in dem Hotel und Steckdosen. Und die wurden halt einfach mit Kabeln quer durchs Mauerwerk durch verarbeitet und hier dann irgendwie zusammengezwirbelt. Ich habe dann auch den Elektriker getroffen, der da was gemacht hat. Den siehst du jetzt auch gleich. Der hat erstmal professionell sein Arbeitswerkzeug eingesteckt. Dann habe ich ihm mal über mein Handy ein paar Vakuumklemmen gezeigt. Und dann hat er abfällig gemeint, ach, das brauchen Sie hier nicht. Sie haben ja immer ein Klebeband, das funktioniert wunderbar. Und zweipolig ist auch der Stand der Technik. Brauchen Sie alles nicht. Und das hat er fabriziert. Das war dann sein Sicherungskasten. Was da weitergeht, keine Ahnung. Da kann ich mich nicht ganz erinnern. Aber hier seht ihr die professionelle Sonde, um den FI auszulösen. Das ist dann so ein bisschen die Umgebung, selbstgebaute Strommasten und alles, was man so braucht, um ein bisschen Straßenbeleuchtung zu haben. Was sagt die Regie? Wie weit sind wir? Denn es könnte sein, dass es sich allmählich wiederholt. Hier sieht man jetzt noch eine professionell oberirdisch verlegte Gasleitung. Die sind halt manchmal auch so unter Spannung, dass da einfach das Gas ausströmt. Also wir sparen CO2 und in Usbekistan, Turkmenistan und Iran strömt es halt aus. Methan, was natürlich 20 Mal schädlicher ist. Also da müsste halt auch wirklich mal was passieren. Und natürlich die Öl Anlagen am besten ganz schließen, aber die haben ja auch immer parasitäres Gas, das abzubrennen vielleicht sogar zu gefährlich wäre. Also fackeln Sie es ab oder lassen Sie es gleich frei. Ja, es ist wahrscheinlich alles geerdet, deswegen kann da nicht so viel passieren, aber schön ist es nicht. Ich würde einfach die letzten 9 Minuten jetzt nochmal für eine Fragesitzung machen, weil wir haben ja noch 40 weitere Bilder und das passt jetzt da doch nicht mehr rein. Haben sich noch irgendwelche Fragen Alles klar. aufgestapelt? Nee, eigentlich nicht so richtig. Es gibt hier noch den Scherz, berühmte letzte Worte. Schaut mal, wie unsicher das ist. Und ansonsten zum Thema Gas fällt mir auch noch was Spannendes ein. Habe ich so im kaukasischen Raum schon öfter gesehen, so Georgien, Armenien, so Benzinautos, die auf Erdgas umgebaut sind. Und dann sind es so zum Beispiel so LKW und da ist dann so eine ganze Batterie Gasflaschen, die dann da so professionell auf dem Fahrzeuggestell auch mit so ein bisschen dickerem Draht verzwirnt sind. Und ich weiß nicht genau, wie viel Druck die drauf haben, aber ich hatte mir immer gedacht, dass die dann sehr gut zur Seite als Rakete wegfliegen, falls es mal einen Unfall geben sollte. Ja, die Dinge habe ich auch, die sind mir auch begegnet auf dieser Urlaubsreise und da habe ich genau das Gleiche gedacht. Die sind nämlich, die haben ihre Hälse nämlich außerhalb ihrer Standfläche. Ja, genau, die gucken da so, damit man die Hähne zudrehen kann. Das ist schon praktisch. Ich glaube, ich habe sogar ein Bild davon. Also wir können einfach mal versuchen, Ich hab da auch nochmal irgendwo ein schnell was zu machen. Bild, aber das, ich habe jetzt hier keinen Bildschirmschoner. Oberirdisch, ich glaube, da Ja, muss aber auch hier der diese, dabei das, was du sonst noch gezeigt hast, hier mit dieser Verlängerung von Strommasten, also das ist, ich glaube, das war ein guter sowjetischer Standard. Ich glaube, da sein. Ja, gab es die, das hier ist ja da auch eine gab es die, da gab Ex-Sowjetrepublik und so es wird es halt da verlegt. die Standardstammlänge und dann, wenn das, wenn man halt höher bräuchte, macht man mehrere zusammen. Ich glaube, das meiste, was ich mal gesehen habe, sind drei. Müsste ich auch ein Bild haben. Kann ich dir, glaube Das habe ich, ich, glaube ich, schicken. auch mal gesehen. Also hier Feuer direkt neben der Gasleitung. Gut, sollte eigentlich dicht sein, aber ich vertraue der Sache nicht. Es ist halt einfach schön.
Wenn es nicht so gefährlich wäre für die Umwelt. Das Strommast, der fällt halt fast schon auf die Gasleitung drauf, aber dann kann es halt richtig schön brutzeln. Wenn man so einen Rundbogen, da war es dann für die Kurven, um es richtig auszudehnen, richtig 92 Grad, aber die meintest du, oder? Das ist wohl so ein sowjetisches Modell, das öfters mal vorkommt. Ich sehe das dann gleich, wenn der Stream soweit ist. Nee, aber ich denke, wir meinen schon das Gleiche. Also da habe ich mich eher, ich schätze mal, dass der häufiger verbaut wurde. Da habe ich mich wohl geirrt, weil der hat dann doch eine breitere, also die Tür geht weiter raus als die Hälse der Gasflaschen. Also es ist schon sicher. Ja. Da habe ich jetzt keine Zweifel. Der fährt auch schon mindestens 50 Jahre rum. Genau, also das ist ja alles sehr erfahrungsbasiert. Ansonsten gibt es hier noch, der Chat fordert mehr Bilder. Und dann war die Frage, ob es noch mehr Talks von dir gibt, außer den vom 34C3. Ja, die sind dann aber eher nüchternerer Natur. Es Tja. gibt noch einen, den ich mit Carola zusammenhalte, über Barrierefreiheit von Anwendungen und was man so beachten muss. Also für morgen 13:30 Uhr gleich mal Werbung gemacht. Sehr gut. Ja, wenn nicht, müssen die Zuseher noch mehr auf dich einwirken, dass du mehr solche Vorträge hältst. Ich muss wieder Ansonsten, reisen. ja, wenn ich ordentlich suche, kann ich wahrscheinlich auch mindestens einen Vortrag zusammenbasteln mit solchen Bildern. In Indien im Hostel hatte ich auch mal ein sehr gutes Hostel. Da gab es den WLAN-Gecko, der hat sich immer hinterm WLAN-Router versteckt. Sehr schön. Ja, ansonsten müssen wir das ja nicht unnötig in die Länge ziehen und dann würden wir uns erstmal von den Zuschauern verabschieden.